This is a woman ex. We don't want to die in hospital. It's Saturday evening and we are talking about pain relief medicine. On the previous two episodes, I've introduced the first four books I want to use, and we started with a concrete medicine, ibuprofen, and I've started to read out this book, Medikamente im Test. The publisher is Stiftung Warentest, and it's from autumn 2017. We are coming to side effects with other medicines that may occur. In German it's Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln. This part is quite technical. It's a book for patients, and the problem I have is the text isn't likely to be read by patients and to be understood by patients. I'm gonna read it out because of legal issues, and I shouldn't comment too much. I say some words in English, and yes, we'll carry on. And then we are finished with this book, and we'll point ourselves towards the British National Formula Larry, and we may have a look what's in there concerning ibuprofen. Wechselwirkung mit anderen Arzneimitteln. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind möglich. NSAR, nichtsteroidale Antirheumatika, like Ibuprofen, sollten Sie wegen der Gefahr vermehrter unerwünschter Wirkungen nicht mehr zusammen mit einer anderen Substanz aus dieser Gruppe oder mit Acetylsalicylsäure einnehmen. Very complicated sentence. It means you shouldn't combine Ibuprofen mit Diclofenac, Naproxen, or dexketoprofen, and you shouldn't take it with aspirin. Dabei kann das Risiko für Magen-Darm-Geschwür und in der Folge für Blutungen ansteigen. It's the same as you issue in the last episode, you may lose blood. Yes. You have Magengeschwüre, stomach, you lose blood in your stomach. Einige dieser Wirkstoffe können in Kombination mit anderen, etwa Grippe, Schmerzen und Fieber oder in Lutschtabletten bei Halsschmerzen enthalten sein. You've got combined medicines against fever and aching, yes, Hals. Oh, I should learn my vocabulary. Against cold, yes. They may be included in them, and you should be very, yes. You should get a general and not take these medicines. NSAR können die Wirkung von blutdrucksenkenden Arzneimitteln, ACE-Hemmer, Beta-Blocker, Diuretika, Sartane abschwächen. Wenn Sie Präparate aus beiden Medikamentengruppen dauerhaft anwenden, sollten die Dosierungen der Blutdruckmittel überprüft und gegebenenfalls erhöht werden. If you've got problems with blood pressure, those medicines might not work as previous, and yes.
You should come to a higher dose. I don't know. You should look at your blood pressure. The sentence is, in my opinion, you should not. I don't like this passage. Zusammen mit ACE-Hämmern, Diuretika und Satanen kann außerdem das Risiko für eine Nierenfunktionsstörung ansteigen. You've got a higher risk in not proper functioning of your kidneys. Dann sollte die Nierenfunktion häufiger kontrolliert werden. You should piss in a bottle and your physician may have looked at NSAR können die Wirkung gerinnungshemmender Arzneimittel wie Finprokon und Warfarin bei erhöhter Thrombosegefahr sowie der neuen Wirkstoffe Apixaban, Dabigatran, Indoxaban, Rivaroxaban und Ticlopidin verstärken. Geistig gilt für Clopidogrel. Das Risiko in der Blutung steigt. Yes. You've got a general higher risk of losing blood even in your interior if you're taking those medicines together with ibuprofen. Eine größere Menge Alkohol oder regelmäßiger Konsum kann die schädliche Wirkung von NSAA auf den Magen und das Gehirn verstärken. Dann steigt das Risiko für Magen- und Fingerdarmgeschwüre und Blutung sowie Schwindel und Benommenheit möglicherweise an. Okay. Together with Alkohol, Ibuprofen might harm your brain and you might lose blood. Bei Personen mit einer Nierenfunktionsstörung oder Herz-Kreislauf-Erkrankung oder bei solchen, die entwässernde Arzneimittel einnehmen, ist das Risiko erhöht, dass sich vor allem in beiden Geweben Wasser staut. We had this issue before. Yes, perhaps you've got big legs because they won't get rid of water and take a walk. Präparate mit Ibuprofen zum Einnehmen sind zur Behandlung von Schmerzen und Fieber rezeptfrei erhältlich. Wenn eine Einzeldosis nicht mehr als 400 Milligramm enthält und die maximale Tagesdosis 1200 Milligramm Ibuprofen nicht überschreitet, liegen diese Mengen höher, sind die Mittel rezeptpflichtig. Okay, you've got can buy ibuprofen at your local pharmacy in Germany to 400 milligrams one dose and 1,200 milligrams 1.2 grams ibuprofen a day. That's quite a lot. I know in Britain it's less, and it should be less in France too. Yes, those are very easy to get in Germany. Okay, that's not my favorite passage in the book. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, for children and grown-ups till 18. Für die Anwendung von Dexmedetomidin bei Kindern und Jugendlichen gibt es keine ausreichenden Erkenntnisse. Okay, there's one NSAR, those are not allowed to take. It's Dexmedetomidin. They shouldn't treat with it. Die sollten damit nicht behandelt werden. Die besprochenen Präparate mit Diclofenac sind nicht zur Anwendung bei Kindern unter 14 Jahren gedacht. Die mit Naproxen nicht zur Anwendung bei Kindern unter 12, weil der Wirkstoff zu hoch dosiert ist. Okay. Diclofenac and Naproxen, you are not allowed to take them. Diclofenac not until you've reached
14 and Naproxen not until you reach 12. Für Kinder eignen sich am ehesten Zäpfchen und Saftzubereitungen von Ibuprofen. Beides gibt es in unterschiedlichen Konzentrationen. Die Dosierungsempfehlungen müssen genau eingehalten werden. I won't translate this one. This is pure crap. You shouldn't take medicine with juice. Never. This just means children should get used to taking medicines. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Dextetoprofen darf in den ersten 6 Monaten einer Schwangerschaft nur angewendet werden, wenn dies unbedingt erforderlich ist. Im letzten Drittel einer Schwangerschaft und während der Stillzeit darf es nicht angewendet werden. Zur kurzzeitigen Anwendung in den ersten 6 Schwangerschaftsmonaten wird am ehesten Ibuprofen empfohlen. Kommt das nicht in Frage, kann Diclofenac eine Alternative sein. Im letzten Schwangerschaftsdrittel darf kein NSAA eingenommen werden. Die Wehen können gehemmt werden, was die Geburt womöglich verzögert. Während der Stillzeit ist Ibuprofen den anderen NSAA vorzuziehen. Okay, if you've got pregnancy, if you are pregnant, you generally should be very prudent, very careful with NSARs, and if you take them, you should only take them during the first 6 months, and you should stick yourself to ibuprofen. Older people, 60 plus, Silver Surfers, Menschen im höheren Alter scheinen MSR verzögert aus. Sie sollen daher kurzwirkende Wirkstoffe wie Ibuprofen bevorzugen. Older people should use Ibuprofen and yes, it might last longer in their body. Okay, we are finished with this book. Next time we will perhaps have a look at, I don't know where I've put it, the BNF. I truly find it. And yes, there's also a British National Formulary for Children. I showed it as well, and we should have a look at it. So I'm finished for today. Bye.